Viele Regionen Südasiens sind derzeit von ungewöhnlich starken Regenfällen betroffen. Zehntausende mussten wegen Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. In Sri Lanka starben mindestens 9 Menschen bei Erdrutschen. In Thailand wurden einige Provinzen zu Katastrophengebieten erklärt. Dort kamen mehr als 10 Menschen ums Leben. Für Malaysia ist es das schlimmste Hochwasser seit Jahrzehnten. Die Katastrophe löste heftige Kritik an der Regierung aus. Premierminister Rassak hatte seinen Urlaub auf Hawaii zunächst nicht abbrechen wollen. Sie warten, dass die Wassermassen sich zurückziehen, dass der heftige Monsunregen endlich nachlässt. Mehr als 100.000 Menschen im Osten Malaysias harren in Notunterkünften aus. Sie mussten ihre Häuser verlassen und sich vor den Fluten in Sicherheit bringen. Die Regenzeit plagt die Region jedes Jahr. In diesem Dezember aber hat es so viel geregnet wie schon seit Jahren nicht. In einigen Gebieten steht das Wasser bis zu 2 Meter hoch. Der malaysische Ministerpräsident Najib Razak wird morgen von seinem Urlaub auf Hawaii zurückkehren, wo er unter anderem mit US-Präsident Obama Golf gespielt hatte. Er war in seinem Heimatland in die Kritik geraten, weil er trotz der Überschwemmungen seine Reise nicht sofort abgebrochen hatte. Auch im benachbarten Südthailand wurde der Notstand ausgerufen. Dort sind in den Fluten bereits 13 Menschen ums Leben gekommen. In einigen Provinzen regnet es schon seit Mitte Dezember.